Na komm, Jonathan. Nein! Wer hat euch das befohlen? Niemand. Ich, Ist unser Zeuge. Warum wollte er dich töten? Ich werde es dir sagen. Ich werde es allen sagen. Na bitte. Habt ihr einen Zeugen? Vater Remigius, Prior von Shiring. Wo ist Timothy? Was Sie gesagt haben, ist wahr. Bischof Wolleran wollte den Spielmann Jack Sherberg tot sehen. Er befahl unserem Prior James, ihm ein Verbrechen anzuhängen. Und das hat er getan. Das ist eine Lüge! Ist dem so? James hat über seine Tat den Verstand verloren. Er war drauf und dran, allen die Wahrheit zu sagen. Und dann befahlt ihr mir, ihn zu töten. Unsinn! Lasst ihn sprechen! Ich konnte es nicht. Ich habe ihn versteckt. Aber er starb bei dem Brand. Jack hat ihn gesehen. Er war es. Ich habe seine Gebeine nach dem Brand gefunden. Ich habe sie vergraben. Ihr solltet dem ein Ende setzen, Henry. Das meine ich ernst. Warum sollte ich? Ihr solltet dabei auch an euch selbst denken. Ihr habt das alles gewusst. Was sollte es mich angehen, ob dieser Spielmann stirbt oder nicht? Euren Bruder ging es an. Der Spielmann hat den Untergang des Weißen Schiffs überlebt. Er hat gesehen, wie euer Bruder die Familie des Königs ausgelöscht hat, damit er den Thron besteigen konnte. Das ist lächerlich. Bischof Henry und König Stefan haben uns aufgetragen, diesen Mann zu töten. Das ist eine Lüge. Ihr wollt die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Das kann doch nicht. Die reine Wahrheit. Das stimmt nicht. Sie. Sie sollte ermordet werden. Ist ein Lügner. Regan Hamley. Wer ist das? Regan Hamley. Ist die Mutter des Grafs eine Hexe. Er säuft sie, verbrennt sie. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Es ist Zeit, meine Stimme zu erheben. Diese Frau, Ellen, sie hat die Wahrheit gesprochen. Drei Männer waren verantwortlich für den Tod des Spielmanns. James, der Prior von Kingsbridge. Der Vogt, mein Gatte, Percy Hamley. Aber es war Wolleran, der dahinter steckte. Und nur Wolleran. Nein! Er hatte Gerüchte gehört. Über das Weiße Schiff. Über unseren König. Er hatte gehofft, die Gunst des Königs zu gewinnen. Indem er einen Unschuldigen hängen ließ. Aber ich war's nicht allein. Sie haben es gewusst. Schafft ihn fort. Das ist dafür, dass ihr meinen Mann getötet habt. Es war Wolleran. Wir haben es geschafft. Was sie mit dir machen? Ja. Mein Gott. Es ist vorbei. Ich danke euch, Lady Hamley. Der Mönch muss seine Lektion lernen. Der Papst würde euch zustimmen.
Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Philipp hat sich nicht als schuldig erklärt. Aber er hat die Lehren und die Autorität der Kirche in Frage gestellt. Die Feuerprobe wird stattfinden. Um zu zeigen, dass die Kirche nicht über Gott steht. Um zu zeigen, dass mein Bruder, der König von England, nicht über Gott steht, werden nicht wir diesen Mann richten, sondern Gott. Das ist Wahnsinn! Nein, das können Sie nicht tun! Philipp! Entführe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Nein! Das könnt ihr nicht tun! Dies ist jetzt eine Angelegenheit der Kirche, Lady Aliena. Mein Bruder, der König, und ich haben einen Verräter wie Walloran in unserer Mitte geduldet. Wir waren Narren und Sünder, auch wenn wir es nicht wussten. Ich bete, dass Gott Philipp vor diesen Flammen erretten wird. Denn seine Erlösung wird auch eine Erlösung für uns Sünder sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Natürlich wird Gott die Flammen aufhalten. Entzündet den Scheiterhaufen! Feuerprobe. Bei Gott, wir müssen doch etwas tun können! Hört sofort auf! Oh nein. Die Säulen der Erde im Auge des Sturms, Kapitel 20, das Ende. Bischof Fullerton wurde endlich zur Rechenschaft gezogen. Philipp hat sich nicht der Gotteslästerung schuldig bekannt. Francis lebt. Aufgrund von Philipps Aussage war er 1136 verhaftet worden. Du hast den Namen von Jacks Vater reingewaschen. Aliena konnte Philipp den Verrat an ihrer Familie verzeihen. Endlich weiß Jonathan, wer seine Eltern sind. Philipp wurde zum Brennen auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Ich weiß nicht, ob ich das akzeptieren kann. Es ist ja ein trauriges Ende. Aber wir müssen es wohl oder übel. Kapitel 21. Epilog. Wer sind wir jetzt hier? Wir kehren nach Kingsbridge zurück. Aber wer sind wir? Ein Mönch scheinbar in einer schwarzen Kutte. Philipp? Ich dachte, er ist er nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt? Aber wie? Wie zum Henker hat er das überlebt. Ah, Philipp. Es ist so gut, dich zu sehen, Jonathan. Wie stehen die Dinge in St. John in the Forest? Francis geht es gut. Das ist wunderbar. Ja, ihm gefällt das Leben dort. Du wirkst besorgt, Jonathan. Nun ja. Du hast einen Besucher. Er ist soeben angekommen.
Ich war mir nicht sicher, ob du ihn sehen wolltest. Ach, wie, was? Es ist lange her. Ah, ja, das stimmt. Ich muss es einfach wissen. Was wissen? Die Wahrheit ist, ich habe Gott nie gesehen. Oder den Teufel. Natürlich nicht. Was ist mit euch? Erlöse uns von dem Übel. Bei Gott, wir müssen doch etwas tun können. Hört sofort auf! Seid ihr blind? Wisst ihr nicht, dass Feuer jeden verbrennt? Ganz gleich, wer er ist? Warum tut ihr das? Nach Walrens Worten zweifeln sie an meiner Aufrichtigkeit. Und der meines Bruders. Worte können diesen Zweifel nicht auslöschen. Gott kann es. Gott ist ein reinigendes Feuer. Der Regen? Oder was? Es ist ein Wunder. Ein Wunder? Was zum... Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wir müssen das beenden. Nein, Jack. Komm. Die Tränen. Nein, aber das ist es, was Sie sehen. Was Sie glauben. Das Wasser. Es löscht die Flammen. Es ist ein Trick. Für sie ist es ein Wunder. Die Gerechtigkeit der Kirche. Ich glaube, Philipp versteht das jetzt. Seine Bücher werden vernichtet. Wenn ihr je wieder das weiße Schiff erwähnt, verspreche ich, dass ihr Philipps Platz einnehmen werdet. Dann wird Gott nicht so nachsichtig sein. Der Glaube an euch und eure Kirche ist wiederhergestellt. Das war's doch wert, Philipp zu verschonen. Irgendwas sagt mir, dass die Bücher es überlebt haben. Versprecht mir, dass Walleran leiden wird. Ja. Philipp? Hm? Was? Habt ihr Gott gesehen? Hat er euch in jener Nacht gerettet? Ich meine, das ist alles nur eine Fantasiestory. Das Kingsbridge gibt's nicht. Es gibt Philipp von Gündolf gibt's nicht, aber irgendwas sagt mir. Die Bücher. Wie hieß das Buch? Irgendwas für die Hexenverbrennung. Kleri, irgendwas. Das Kleri, irgendwie ist es. Irgendwas sagt mir. Ja. Walleran musste ihn selbst finden. Also habe ich es ihm nicht gesagt. Philipp ist wieder da. Philipp! Schön, dich zu sehen. Bist du wieder den ganzen Weg gelaufen? Nur ein Stück. Alter Narr. Alan blieb bei uns in Kingsbridge. Zusammen mit Tom. Ich dachte, ich hätte Gott verloren, dass er nicht über uns wacht. Aber jetzt sehe ich ihn jeden Tag. Er ist in dem Guten, das wir tun.
darin, wie wir unsere Liebe zeigen. Jacks Hände waren rau geworden, sein Haar grau. Aber seine Augen brannten immer noch wie heiße Kohlen. Es ist gut, euch zu sehen. Aljenas Blick konnte so streng sein wie der ihres Vaters. Aber ihr Herz machte sie zu einer Anführerin, der die Menschen nicht aus Furcht folgten, sondern aus Achtung und Treue. Jonathan sagte uns, ihr hättet einen Besucher. Nur ein alter Freund. Was hältst du von diesem Fenster? Jonathan sah seinen Vater Tom in Jahren immer ähnlicher. Als Prior von Kingsbridge ist er auch eine Art Baumeister. Ich habe warme Farben verwendet. Was nutzen die großen Fenster, wenn sie kalt wirken? Sally ist so eigensinnig und so begabt wie ihre Eltern. Sie hat das Glasfenster geschaffen, durch das das Licht fällt. Und ich würde euch gern die Pläne für den neuen Kreuzgang zeigen. Tommy wird der nächste Baumeister sein. Er ist so wortkarg, wie sein Großvater es war. Einst hörte ich, wie er seinen Vater ermahnte, bei der Arbeit ernster zu sein. Jack lächelte nur. Auch Martha ist in Kingsbridge geblieben. Sie war immer für uns da, für jeden von uns. Ist die Kathedrale fertig? Ich weiß es nicht. Warum fragst du ihn nicht selbst? Ist die Kathedrale fertig? Sie wird nie fertig sein. Nicht in meiner Lebzeit. Nicht in deiner. Erinnert euch an uns für das, was wir taten. Dafür, wer wir waren. Und vielleicht dafür, wer wir versucht haben zu sein. Und wenn ihr eure Augen auf unsere Kathedrale richtet, dann vielleicht seht ihr euch selbst. Du hast Wallowans Frage über Gott nicht beantwortet und du hast die Säulen der Erde durchgespielt. Was für ein schönes Ende. Doch noch am Ende schön geworden, auch wenn es im 20. Kapitel nicht so gut aussah, hat sich das im 21. Kapitel wieder im Epilog gewendet. Sehr schön. Ja, schön. Da haben wir Ken Follett's The Pillars of Earth, die Säulen der Erde, durchgespielt.
Ja. Und das Ende des. Das Ende der Geschichte, das Ende der letzten Worte von Philipp, die bleiben mir noch im Gedächtnis. Kann ich nur sagen, Amen, Bruder. Amen, Bruder. Ja. Gott in jedem von uns. In der Liebe, die wir einander geben. Amen, Halleluja, Bruder. Was für ein großartiges Werk. Was für ein großartiges Spiel. Ich habe mir jetzt neulich erst das Buch dazu gekauft. Also das Original, nicht das Buch dazu, sondern das Original. Das Buch, die Säulen der Erde. Da habe ich mir gedacht, hast das Spiel jetzt entdeckt, weil es kostenlos mal auf Epic Games war. Hast das Spiel jetzt gespielt, dann musst du jetzt auch das Buch mal spielen. Genau. Und das werde ich jetzt auch machen. Die ersten paar Seiten habe ich schon angefangen. Ich bin dann mal im Buch lesen. Ja. Wirklich großartig. Das hat, also wenn das Buch nur halb so gut wie das Spiel ist und kommt, Leute. Wenn das Original besser ist als das Spiel. Also wenn das Buch mir nur halb so gut gefällt wie das Spiel, dann hat's das Zeug, mein Lieblingsbuch zu werden. Das ist. Aber hallo. Das ist echt. Eigentlich bin ich schon ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Das Spiel. Ich würde gerne noch weiterspielen. Ich würde die Geschichte noch ein bisschen weiter schreiben, noch ein bisschen darin weiterspielen, so ein bisschen. Schauen, wie es weitergehen würde. Aber was gibt's da noch zu erzählen? Was mit dem Rodan passiert ist, ist mir nicht ganz klar, wie es mit dem ausgegangen ist. Man wurde wahrscheinlich verbannt. Muss seine Zukunft in der Wildnis verbringen. Ja, auch mit ihm hat Philipp Frieden geschlossen, nennt ihn noch seinen Freund. Ja, die Güte des Mönches, des Priors. Der die Feuerprobe überlebte. Die Wahrheit in der Kirche. Und er wird's. Und seine Bücher werden nicht verbrannt. Und später einmal veröffentlicht. Oder sie wurden verbrannt. Und die Geschichte hat es einfach aufgedeckt. Die Geschichte der Hexenverbrennung. Man kennt das. Die Tatsache, dass wir heute drüber wissen, zeigt, dass es sich irgendwie, dass irgendwas durchgedrungen ist. Dass wir Geschichten drüber schreiben können. Dass wir Bücher wie die Säulen der Erde erschaffen können. Ja. Wie gesagt, alles nur eine fantastische, eine ausgedachte Erzählung. Aber wahrscheinlich auf sehr, sehr realistischen
serialen Ereignissen. Den Philipp von Künef gab es natürlich nicht und Kingsbridge gab es auch noch nicht, aber sowas in der Art hat sich damals im Mittelalter zuhauf zugetragen. Das ist geschichtlich nachgewiesen. Da gab es natürlich, es gab Mönche und Prioren, wie es denn jetzt auf den Prios, Priors, die sich gegen die Kirche aufgelehnt haben und Leute, die langsam so versucht haben, die Gesellschaft ein bisschen voranzubringen und mal ein bisschen gegen das Alte aufzustehen und da auch die Kirche voranzubringen und die Gesellschaft und die, ja, das Alte zu besiegen und was Neues einzuführen. So hat es doch immer, so hat es doch immer funktioniert. Auch wenn in der Kirche, naja, in der Kirche es ein bisschen mühselig läuft. Am Ende letztlich setzt sich doch immer das Neue, das Gute und das Fortschrittliche durch. Sonst wären wir heute nicht hier, wo wir, sonst säße ich heute nicht vor einem PC und würde für euch ein Let's Play aufnehmen. Wenn sich der Fortschritt nicht durchgesetzt hätte, sonst hätten wir noch heute Hexenverbrennungen. Wenn sich nicht irgendwann das Gute, das Fortschrittliche, das Neue durchgesetzt hätte. Und am Ende bleibt es nur zu sagen, Gott in jedem von uns, in der Liebe, die wir einander geben. Was ein schönes Schlusswort von Philipp. Ja. Thank you for playing. Thank you for making this great game. Danke für dieses großartige Spiel. Danke fürs Schreiben dieses großartigen Buches. Ken for it. Und danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei allen, die mir bei diesem Projekt zugeschaut haben. Die mich in irgendeiner Art unterstützt haben. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei gewesen sein, fürs Mitfiebern. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Projekt auf Zwergenfürst LP wieder im Stream. Im nächsten Streaming-Projekt. Daumen nach oben. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, auf dieser Kanalseite. Und kein weiteres Livestreaming-Projekt verpassen wollt, wenn ihr kein weiteres Livestreaming-Projekt verpassen wollt, schaut da ein bisschen auf Twitch vorbei. Da seht ihr das dann live und aktuell direkt live in Farbe, bevor es später auf YouTube hochkommt. Bis die Projekte alle live, bis die Projekte dann später auf YouTube in Parts unterteilt hochgeladen werden, können Monate ins Land gehen. Also wenn ihr das wirklich sofort sehen wollt, aktuell sehen wollt, schaut mal auf Twitch vorbei. Kleine Empfehlung, dass du mich regelmäßig live. Wo seht ihr die Projekte aktuell? Und könnt sogar mal mitchatten und euch mitbeteiligen und mit dabei sein. Der Chat wird eingeblendet, wenn mal denn was los wäre im Chat. Dann würde er eingeblendet werden. Dort könntet ihr dann Teil des Projektes sein. Und könntet im Video sein. Ihr seid Teil des Videos. Ansonsten habt ihr noch einen sehr schönen Tag. Schaut euch auch die Videos an, die auf YouTube noch kommen. Morgen wahrscheinlich gleich das nächste Video. Und dann habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Abend. Und einen wunderschönen fürstlichen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao.